Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu einem etwas anderen Special. Ach ja, ist es nicht schön, so diese gemütliche Welt hier hinten, dieses riesige Alien-Raumschiff. Oh, shit, yeah. Skies. Eine Serie freitags. Genau. Und zwar hat diese Serie Falling Skies auf ihrer Internetseite www.pro7.de/tv/falling-skies/brennende-himmel/ und dann Enter. genau. Hat hier ein kleines Minigame, das würde ich euch heute mal zeigen. Wenn danach noch Zeit ist, dann hänge ich da hinten dran noch ein anderes kleines Minigame. Aber wir fangen erstmal an zu spielen. Okay, hier sind wir auch schon. Und zwar müssen wir hier die schönen Papierflieger abschießen. Was aber nicht einmal so einfach ist. Gerade so in der letzten Waffe, die ich hier, mit der ich gerade hier geschossen habe, ist das gar nicht einmal so einfach. So, wir haben hier nämlich oben links, wenn ihr da hinschaut, haben wir eine Zeit ablaufen. Und in dieser Zeit müssen wir, wir müssen halt so schnell wie es nur geht versuchen, wow, wo bin ich? Was? Was war denn das? Gibt's doch gar nicht. Mann, ey. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Wo? Ey, der kann immer viel brauchen, der Flieger. Das gibt's doch gar nicht. So. Krieg den einfach nicht runter. Boah, die Waffe ist aber auch so schlecht, aber auch dabei ist gleichzeitig so genial. Denn diese hintere Waffe ist, naja, wie soll ich sagen? Hallo? 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 Alter! Na toll. So gesehen, ein One-Hit. Oh man, ich hatte gerade eben schon einmal aufgenommen, aber ganz ehrlich, es ist hier gerade die absolute Verzweiflung. Jawohl, ich hab das gesehen. Absoluter One-Hit. Und der letzte, wo ist er, da ist er. Oh, ach du Schande, jetzt war ich fast eine Minute schlechter wie Noobshow. Ach du Schrecken, Noobshow hat eine Minute 59 gebraucht. Ihr könnt ja mal so eure Ergebnisse unten in die Videokommentare schreiben. Schreibt da einfach hin, Falling Skies, Doppelpunkt, und dann die Zeit. Würde mich sehr interessieren. Lasst uns doch mal ein bisschen battlen, wer jetzt besser war, wer jetzt schlechter war. Aber ich meine, kommt Leute, also 2 Minuten 54, das war jetzt selbst für meine Verhältnisse schlecht.
Es ist einfach nicht sehr einfach, wenn man nebenbei noch labern muss. Aber egal, die Zeit drängt, wir wollen ja immerhin noch ein anderes Spiel hinten ranhängen. Und deswegen switchen wir jetzt einfach mal. Oh ja, liebe Freunde, und willkommen auf den anderen Bildschirm zu Kabusch 22 Mode Demolition Day. Ein kurzes Spiel, ein schnelles Spiel, ein schönes Spiel. Ich kam noch nie über den ersten Bildschirm hinaus. Aber ich weiß, dass es noch andere geben soll. Und ihr hört schon, es soll sehr brutal sein. Was nehmen wir denn? Raketen, Shotgun, Minigun. Ich nehme die Minigun. So, mit A und D können wir rüber und übers Glitschende. Und wir müssen hier verhindern, dass hier die ganzen hässlichen Drecksviecher hier durchkommen. Vergesst es, liebe Freunde. Stirb! Und da laufen auch schon die Miniguns richtig heiß hier. Na ganz ehrlich, bei dem Kugelverbrauch ist es ja auch kein Wunder, dass die heiß laufen. Und da ist sie auch alle, da ist sie auch alle. Da muss man jetzt die Separatenwaffe greifen. Ein automatisches Bordgeschütz, was ich aber noch nie geschafft habe, leer zu schießen. Und damit sind ja auch eine ganze Menge einfach schon durchgelaufen. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber naja, was willst du machen? Wenn diese hässlichen Viecher hier mal wieder einfach hier versuchen durchzukommen. Da muss er auch schon mal öfters Granaten einsetzen. Traurig aber wahr. Keine Granaten mehr, keine Granaten mehr. Oh mein Gott, das wird knapp, das wird so knapp, das wird so knapp. Hey, der hat uns geschlagen. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Und das war's. naja, es ist. Schade, schade. Nicht sehr viele Punkte. Links wie immer unten in der Beschreibung. Das ging jetzt aber auch schon wieder ratzfatz und deswegen gleich wieder rüber zum nächsten Spiel. Lass dich überraschen, welches diesmal. So, und das dritte und letzte Spiel, Dead Wake. Ich habe es mal kurz angespielt. Ich kam leider nicht dahinter, wie es funktioniert, wie es gehen sollte. Aber wir gucken einfach mal. Hä? Ah, cool. Okay, hier können wir aussuchen. So, nein. Das sieht doch ganz lustig aus. Ja, wir machen einfach mal Überleben. Wir brauchen jetzt keine Kampagne. So. Hier haben wir unseren treuen Hund. Kann man hier die Waffen irgendwie auch aufnehmen? F, E, Q. So, kann sein, dass das noch ein bisschen dauert. Okay. Kann man hier rauszoomen? Natürlich nicht. Dieses Brett möchte ich bitte ein bisschen. Wie mache ich das denn jetzt, dass das Brett einfach höher ist? Man kann sich hier Barrikaden aufbauen. Das ist alles so, was das Herz begehrt. Aber ich frage mich, wo denn hier jetzt die Zombies sind. Boah, braucht der lang zum Nachladen. Übel. Ja, hier haben wir so einen Zombie. Und es gibt hier auch eine Bullet Time, die man mit der Leertaste aktivieren kann. Mehr aber ansonsten aber auch nicht. Jetzt ist sie wieder draußen. Oh. Das Bild hat sich spontan geändert. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Hallo? Ja, das ist aber jetzt wieder Bullet Time. Das gibt's doch gar nicht. Wie startet man denn das Spiel? Ah, da geht's schon los.
Stirb! Ja, genau. Feuer, 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 Feuer. Irgendwann müssen die ja mal umfallen. Alter, lass meinen treuen Hund in Ruhe. Ja, war ja so klar. Boah, Runner, ein Runner. Ach du Scheiße. Nimm jetzt die Waffe auf. Ach so, dafür müssen wir Infizierte töten. Das ist aber gar nicht mal so einfach, weil der schießt auch wirklich nur dahin, wo man auch hinzieht. Also da, wo der rote Punkt ist, da schießt er hin. Und sie haben meinen Hund getötet. Ernsthaft? Nein, komm schon, mach was. Boah. Ach du Schande. Wir sind tot. Unser Score ist 20. Oh, oh Mann. Die Links zu allen drei Spielen findet ihr natürlich unten. Das eine ist ein Internetspiel, das läuft über Pro7. Das andere könnt ihr euch einfach ziehen, das ist auch nicht wirklich allzu groß, genauso wie Dead Wake. Alle Spiele natürlich komplett kostenlos. Wenn ihr Bock habt, lasst uns battlen und schreibt mir eure Ergebnisse unten in die Kommentare. Meine Ergebnisse seht ihr, habt ihr ja gesehen. Und ich freue mich schon auf das nächste Freitags-Special. Bis dahin, adios.